Alter, was geht ab, Leute? Hong hier. Heute mit einem Video über Gen 3. Schauen wir uns ein paar Pokémon an, die bisher gekommen sind. So ein kleiner Überblick. Bisher, muss ich sagen, ist Gen 3 eigentlich relativ enttäuschend. Also am Anfang wurden ein paar Pokémon gehypt, aber hat sich herausgestellt, dass sie eigentlich ziemlich schlecht sind oder gar nicht so gut. Wie zum Beispiel Litherking. Am Anfang hat ihn jeder so krass gehypt. Über 4000 WP. Aber dann hat sich herausgestellt, dass er einfach gar nichts kann. Ab und zu stelle ich den in den Arenen, aber mehr auch nicht. Wirklich interessieren tut der eigentlich gar nicht mehr. Natürlich will ich immer noch gerne einen 100er. Und am Anfang war der auch richtig selten. Also Bummels meine ich jetzt. Und irgendwie wurde die Spawnrate auch krass erhöht. Natürlich bei Normalwetter. Wenn normale Pokémon öfter spawnen, dann gibt es den jetzt so in Massen. Aber ansonsten, wenn das Wetter nicht passt, kommt der auch relativ häufig. Also auf jeden Fall öfter als am Anfang. Dann, ihr habt es gesehen, gestern im Video, Trassler habe ich gefangen. Trassler ist gar nicht schlecht, einer der besten Feenangreifer, also es wird auch erstmal so eine Weile bleiben. Also Level 35 auf jeden Fall saftig und Gardevoir, also echt nicht schlecht. Und Hariyama, ich habe immer noch ein paar Tests mit ihm, das Video folgt noch. Ich habe den jetzt getestet, schlecht ist er nicht. Er kann auf jeden Fall ein bisschen austeilen, er kann mehr einstecken als Machomai, aber so Überklasse und ist er echt nicht und Machomai ersetzen kann er auf jeden Fall nicht. Am Anfang, bevor Gen 3 rauskam, hat man ja spekuliert, ob der krasser als Machomai wird, aber nicht mal annähernd. Und was gibt es sonst noch krasses aus Gen 3, was bisher gekommen ist? Milotic! Sieht zwar gut aus, aber solange Gyarados jetzt mit den neuen Attacken kommt, kann Milotic eigentlich auch nicht wirklich viel. Und was gibt es noch? Moment. Vylord! Ich habe es gesehen, ich habe noch keinen entwickelt. Ein Video dazu kam vorhin schon, wo ich das erste Mal ein Nest abgecheckt habe. 400 Bonbons habe ich jetzt. Also nächstes Mal kann ich auf jeden Fall einen entwickeln. Brauche nur noch einen guten. Aber der kann eigentlich auch nicht wirklich was. Dann gibt es halt noch die Starter, die sind ganz okay, aber sind halt Starter-Pokémon. Ansonsten bisher, wie gesagt, eigentlich echt enttäuschend Gen 3, was bisher so rauskam. Niantic hat uns da bisher echt nur Müll eigentlich abgeliefert, so den kleinen Kram. Und jetzt dann habe ich gesehen, ich habe mal nachgezählt, es fehlen noch genau 50 nicht legendäre Gen 3 Pokémon. Also die erste Welle bestand aus 50 Pokémon. Das heißt, Niantic könnte nochmal die letzten 50 in einer großen Welle rausschicken. Oder die machen zwei Wellen. So 30 und dann nochmal 20, so ungefähr. Mal schauen, wie die das machen werden. Ja, da sind auf jeden Fall noch ein paar interessante Sachen dabei. Ganz klar natürlich Butalanda und Metagross und Stolos. Das sind so die drei Überklassen. Die kommen wahrscheinlich eh mit der letzten Welle. Da bin ich mir so ziemlich sicher. Es sei denn, die machen einen von dem, wahrscheinlich Stolos, in der nächsten Welle und dann Metagross und Brutalanda in der letzten Welle. Wahrscheinlich machen die es so, aber ansonsten hat die Gen 3 eigentlich nicht so viel zu bieten. Ein paar solide Pokémon. Feuer ist vielleicht noch interessant. Kamerupt und Quirtle, die sehen ganz cool aus. Und vielleicht Libeldra. Vibrava und Libeldra sind beides Drachen. Drachen immer gut. Drachenmedaille, glaube ich, eines der schwächsten Medaillen, wo die Leute am wenigsten haben. Und der ist ganz cool. Nur Tuska, Pflanze und Licht. Cooler Typenmix. Und hier Altaria, auch Drache. Dracheflug. Das waren, glaube ich, so die interessantesten, die noch kommen können. Aber wie gesagt, bisher echt nur so schwache Pokémon. Aber wie gesagt, bisher die Pokémon eher enttäuschend. Die hatten einen großen Hype am Anfang. Aber mit der Zeit hat sich herausgestellt, dass die gar nicht so krass sind und auch gar nicht mehr so beliebt. Aber die letzte Welle, die müsste es echt in sich haben. Da schreibt unten rein, welche Pokémon ihr noch sehen wollt. Wie findet ihr die Pokémon, die bisher gekommen sind? Sind die auch eher enttäuschend für euch? Und was haltet ihr von den nächsten, die kommen werden? Kommt da noch was richtig Überkrasses? Gibt es auch irgendeinen versteckten, wo man nicht unbedingt denkt, dass der Überkrass wird? Also der nicht so richtig gehypt ist, aber der doch relativ stabil sein wird. Zum Beispiel Trassler, Gardevoir. Wurde nicht so krass gehypt, aber ist eigentlich echt gut. Kommt da noch irgendwas davon? Wenn ihr das wisst, alles unten in die Kommentare. Ansonsten war es das von mir. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook und Twitter. Checkt den Shop ab. Und demnächst müsste eigentlich die nächste Welle kommen. Wir sind gespannt. Aber vergesst nicht, Pokémon ist das Business.